So, hallo zusammen auf meinem Kanal zum neuen Video von mir. Heute machen wir mal eine bunte Kartoffelsuppe mit Speck und Croutons. Was brauchen wir da dafür? Ich habe hier schon mal 600 Gramm, circa 600 Gramm mehlig kochende Kartoffel, grob kleingeschnitten. Da ist wichtig, dass man mehlig kochende nimmt, wenn man die Bindung, wenn man die Kartoffelstärke braucht als Bindung nachher in der Suppe. Dann habe ich hier ungefähr 3 Esslöffel Speckwürfel, fein gewürfelt, das ist ein gerauchter Schweinebauch. Dann habe ich hier feine Gemüsewürfel, ungefähr 2 Esslöffel Karotte fein gewürfelt, 2 Esslöffel Lauch und 2 Esslöffel Sellerie. Dann habe ich hier eine kleine Zwiebel grob gewürfelt und 3 Knoblauchzehe. Jetzt Knoblauch, ich habe in Kartoffelsuppe gern viel Knoblauch drin. Ihr dürft auch gern Knoblauch weglassen oder dürft weniger nehmen. Wenn ihr mehr wollt, dürft ihr auch mehr nehmen. Ihr müsst jetzt kein Knoblauch reinmachen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe gern Knoblauch drin in Kartoffelsuppe. Dann habe ich hier selbstgemachte Croutons, das sind ungefähr von 2 Scheiben Toastbrot. Wie man die macht, habe ich schon mal im Video gezeigt. Das Video verlinke ich auch gerne in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir, ich habe hier mal 400 Milliliter Wasser hingerichtet. Wie viel wir brauchen, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das sieht man dann nachher, wenn es fertig ist. Wie gesagt, aber in der Videobeschreibung, wie ihr es von mir gewohnt seid, ist alles nachher wieder ganz genau aufgelistet, was und wie viel ihr von was braucht. Dann brauchen wir ungefähr 1 Esslöffel gekochte Brühe. Wir brauchen frische Muskat von der Muskatreibe raus. Dann habe ich hier noch 1 Esslöffel Majoran, getrockneter Majoran mit drin. Keine Kartoffelsuppe ohne Majoran. Majoran muss rein. Dann brauchen wir ungefähr 100 Milliliter Schlagsahne. Wir brauchen weiße gemahlener Pfeffer und eventuell noch, je nachdem wie es mit der Brühe hinhaut, eventuell noch ein bisschen Salz. So, das war schon am Brauchen. Dann brauche ich doch einen Pürierstab, so einen Mixstab. Ja, dann würde ich sagen, dann mal starten. Ich tue mein Herd kurz abräumen, da wir loslegen können und dann sieht man sich gleich wieder. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, startet mir. Ich habe hier einen Topf, habe hier nur wirklich einen halben Teelöffel bisschen Butterschmalz drin. Muss gar nicht viel sein, weil da drin, dem muss erstmal den Speck ein bisschen auslassen. Kurz warten, bis es richtig heiß ist. So, den Speck rein. Dann einfach nur kurz ein bisschen anbraten, ein bisschen auslassen. Das war so 2, könnt 2, 3 Esslöffel, je nachdem, ob ihr viel Speck drin haben wollt, wen drin haben wollt. 2, 3 Esslöffel, genau der Bauch, Speck halt, in Würfel geschnitten, feine Würfel. Den nehmen wir jetzt kurz anbraten. So, das reicht auch schon. Schalten wir kurz ein bisschen runter. Dann gehen wir her. Das Fett wollen wir drin behalten. Wenn ihr Fett immer gleich unsere Zwiebeln und Knoblauch anschwitzen, einfach nur mit so einer Schaumkelle nennt man es, den Speck raus, weil das Ganze wird nachher püriert mit dem Zauberstab, mit dem Pürierstab. Und ich will ja die Speckwürfel nachher in der Suppe drin haben. Wenn ich die drin lasse, habe ich nachher keine Speckwürfel mehr, sondern dann wird die ja mit pürieren. Das wollen wir nicht. Deswegen einfach nur raus. Wie gesagt, das Fett, das lassen wir drin. So, das Fett kommen jetzt die Zwiebel und wie gesagt, ich habe 3 Knoblauchzehe drin, weil ich einfach gern eine Kartoffelsuppe Knoblauch drin habe. Aber wie schon erwähnt, wenn ihr keinen Knoblauch mögt, lasst ihn weg. Wenn ihr viel Knoblauch mögt, macht nochmal eine mit rein. Passt einfach gut zu Kartoffeln. So, jetzt nehmen wir leicht anschwitzen. Braucht man gar kein extra Fett mehr, das Fett, was da austreten ist und das bisschen Fett, was ich anfangs trinken habe, das reicht vollkommen. So, hier haben wir unsere Kartoffeln, die habe ich ja im Wasser liegen gehabt. Wasser habe ich schon mal abgeleert. Nein, Knoblauch, den riecht man schon gut, aber so möchte ich sie haben. So, dann machen wir die Kartoffeln mit rein.
Nehmen wir alles zusammen mal ganz kurz anschwitze. Gar nicht lang. Wenn es anschwitzt, kommt hergegangen, könnt gleich mal mit ordentlicher Prise frischer Muskat würzen. Kartoffeln und Muskat, das ist was, was zusammengehört. Das muss bei allen Kartoffelgerichten, muss Muskat hin. Das schmeckt, aber bitte immer der frische Muskat nehmen wir, nicht das gekaufte, fertig geriebene. Wenn ich hab's jetzt ein paar Mal gesagt hätte, das schmeckt nicht nach Muskat, schmeckt nach irgendwas. Dann machen wir einen weißen gemahlenen Pfeffer. Den Majoran noch machen wir erst rein nach dem Pürieren, wenn es püriert ist. So, ich dann brauchen wir so ungefähr, ich denke mal, einen Esslöffel bekommt die Brühe. Mal erstmal wenig reinmachen, reinmachen können wir immer. So, dann nehmen wir mit dem Wasser ablöschen. Ich habe jetzt 400 ml hingerichtet gehabt. Schauen wir mal, wie viel man braucht. Ja, ein bisschen, dachte ich, nicht zu viel sein. Ja gut, die 400 ml, das passt doch genau. So, und das muss ich erstmal jetzt weich kochen. Dann hat einen Vorteil, wenn er die Kartoffel gleich von Anfang an feiner schneidet, braucht es gar nicht so lange zu kochen. Wenn er sie halt gröber schneidet, muss halt dementsprechend länger kochen. Ich denke mal, das wird jetzt mindestens mal 10 Minuten langsam kochen lassen. Wie gesagt, die Kartoffel müsse komplett weich sein. Ich darf ruhig hier drin auch schon anfangen zum Verfallen. Lieber 2-3 Minuten Ziel kochen lassen, als wie 1 Minute zu wenig. So. Ich muss sagen, das lassen wir erstmal langsam vor sich hinkochen. Wenn es weich ist, hole ich wieder dazu und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bei mir sind jetzt ja so ungefähr 10 Minuten vergangen. Aber wie gesagt, ihr müsst einfach nur kochen lassen, bis die komplett verkocht sind, bis sie komplett weich sind. Ob das jetzt 8 Minuten bei euch sind oder 10 Minuten oder 12 Minuten, kommt euch auch immer darauf an, wie groß, wie dick ihr es schneidet. Aber mir war es ungefähr 10 Minuten. So, jetzt gehen wir her. In seinem Brot 100 ml Sahne. Mach schon mal 100 ml Sahne mit rein. So grob das halbes Becherle. So, was ich auch noch sagen wollte, ich habe mich mit meiner gekannten Brühe ein bisschen verschätzt. Ja? Ich bin halt gewohnt im Geschäft große Mengen zum Kochen und keine so kleine Menge. Das war ein bisschen zu viel Brühe, was ich reingemacht habe. Ja, aber das war gar nicht schlimm. Ich habe einfach nur noch mal ein Drittel von der Flüssigkeit abgeleert, nochmal mit Wasser aufgefüllt und dann passt es auch schon. Aber wie gesagt, schaut noch in die Videobeschreibung, weil ein Teelöffel gekochte Brühe reicht vollkommen aus. Aber wie gesagt, es steht alles ganz nah in der Videobeschreibung, so wie ihr es von mir eigentlich auch gewöhnt seid. So, jetzt kocht es. Schaut mal, bleibt ein bisschen runter. Dann nehmen wir unseren Zauberstab, es wird halt schon ein bisschen laut und den das einmal durchpürieren. Und wenn jetzt da noch ein paar kleine Stückchen drin sind, das ist gar nicht schlimm, macht gar nichts aus. Hauptsache das meiste ist püriert, damit die schöne Bindung erhaltet. Ihr seht, ja, man kann sogar noch ein paar Tropfen Wasser können jetzt gar noch rein. Ist es doch gleich ein bisschen altdick geworden, aber kein Problem, einfach nur mit Wasser ein bisschen auffüllen noch. So. Dann haben wir hier unsere, dann kommt erstmal der Majoran mit rein. Wie gesagt, ein Esslöffel Majoran muss rein.
Die Kartoffelsuppe, kennt man auch ran dazu. Dann, dass auch eine bunte Kartoffelsuppe gibt, haben wir unsere Gemüsewürfel, wie gesagt, 2 Esslöffel Karotte fein gewürfelt, 2 Esslöffel Lauch fein gewürfelt und 2 Esslöffel Sellerie. Das machen wir mit rein. Und da das so fein geschnitten ist, reicht es, wenn man es einfach schon ein paar Minuten ziehen lässt. Das braucht gar nicht lang. Geschmackabgabe tut es dann auch noch. Und was auch noch mit reinkommt, ist natürlich unser Speck. Die Speckwürfel, wo wir am Anfang auslassen hin. So, haben wir wunderbare Kartoffelsuppe. Ich sage, das braucht es noch 2-3 Minuten, bis die Gemüsewürfel durchzogen, weichzogen sind. Dauert nicht lange, da sie so fein sind, das muss eigentlich relativ schnell gehen. So, dann wollen wir es einmal probieren, wie schmeckt. Ja, das ist schon richtig gut schon. Klein bisschen Brühe können noch rein. Habe ich doch ein bisschen zu viel abwertet. Wie gesagt, ich bin halt große Mengen gewohnt zu kochen. Aber bis in meinem Video hat es immer alles so gepasst. Mit Angabe wahret. So, wunderschöne Suppe. Speck drin, die Gemüsewürfel. Ja, jetzt passt schon. So, lasse ich jetzt noch 2-3 Minuten standen, vielleicht auch 4 Minuten, je nachdem. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt wünsche ich uns das Suppe fertig. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ca. 3 Minuten ziehen lassen, ganz leicht köchle. Ihr müsst da aufpassen, durch das Gebundene brennt es auch ganz leicht rein, deswegen einfach nur leicht ziehen lassen. Beziehungsweise nur, wirklich nur ganz leicht köcheln lassen. Was immer gut dazu passt, ist einfach nur ein Seidewürstchen, das Kartoffelsuppe. So, dann gehen wir uns anrichten. Ihr seht, wunderschöne Konsistenz. Schön bunt durch die Gemüsewürfel, mit dem Speck mit drin. Ist eine super Sache. Dann kommen unsere frisch gemachte, selbstgemachte Croutons noch zum Einsatz. Die kommen auch mit drauf, ein paar. Und natürlich fürs Auge noch ein bisschen grün. So, ich würde sagen, das sieht doch richtig lecker aus, oder? Schmeckt auch genauso lecker, wie es aussieht, könnte man glauben. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Dürft mir auch in der Videobeschreibung wissen lassen, wie euch das, wie euch die Suppe gefallen hat. Wie gesagt, schaut in der Videobeschreibung, da ist alles wieder ganz genau auflistet, von der Zutaten her, was ihr braucht. Dann würde ich sagen, wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.